Hannes Reichelt wird die WM-Abfahrt in Are erst nach Start Nummer 45 in Angriff nehmen. Weil dem Salzburger aufgrund der Startnummernregelung nur noch die 1 geblieben wäre und er diese Nummer nicht haben wollte, verzichtete er auf das Erscheinen bei der Startnummernauslosung und ließ sich auch nicht vertreten. Damit wurde er automatisch rückgereiht. Laut der seit der Saison 2016/17 geltenden Speedstart-Reihenfolge dürfen die Top 10 der Weltrangliste ungerade Nummern von 1 und 19 wählen, womit die Besten der Welt in einem lange auseinandergezogenen Startfeld zu finden sind und die Bedingungen unterschiedlich sein können. Der scheidende Athletensprecher Reichelt war im Mai mit voller Unterstützung der besten Abfahrer der Welt beim Kongress des Weltskiverbandes FIS in Costa Navarino mit seinem Anliegen abgeblitzt, dass sich die Läufer von 1 bis 30 jede einzelne Nummer aussuchen dürfen, was mehr Chancengleichheit schaffen würde. Die Läufer würden sich dann für jene Nummern entscheiden, mit denen sie die besten Bedingungen erwarten. Weil aus den Top 10 der Kärntner Max Franz verletzt nicht an der WM teilnimmt, rückte Reichelt von Platz 11 auf 10 für die Auslosung auf. Und für den letzten der Top 10, der wählen darf, bleibt meistens nur noch die 1 übrig. So wird Reichelt in der Abfahrt am Samstag unmittelbar nach dem Spanier Adur Etexezarreta, der die Nummer 45 hat, mit der 1 um den Hals antreten und wird dafür sorgen, dass sich die Kollegen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht über eventuelle Medaillen freuen dürfen. Herrenabfahrt, Start in Are ungewiss. Die WM-Abfahrt in Are wurde ursprünglich für 12.30 Uhr angesetzt, doch ein Mix aus Neuschnee und Wind könnte ein Rennen am Samstag verhindern. Eine Verschiebung auf Sonntag gilt als wahrscheinlich.